Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zum 22. Adventskalender-Türchen. In der heutigen Rezension präsentiere ich euch Rocky Mountain Weihnacht von Christopher Ross. Maklerin Jenna Campbell will Weihnachten in einem Blockhaus mitten in den Rocky Mountains verbringen. Denn sie will weg aus ihrem New Yorker Alltag. Sie hat sich gerade von ihrem Ex-Freund getrennt, der ihr eine Ehefrau und auch einen Sohn verschwiegen hat. Doch dieser Ex-Freund ist nicht einverstanden mit der Trennung und will sie unbedingt zurückgewinnen. Und darum ist eben Jenna sehr froh, dass sie sich in die Einsamkeit der Rocky Mountains zurückziehen kann. Doch als sie dann dem Ranger Matt begegnet, beginnt es in ihr wieder zu kribbeln. Die Schmetterlinge beginnen wieder zu flattern. Aber sollen die beiden wirklich zusammenkommen? Es sieht erstmal nicht so aus, denn die Vergangenheit von beiden und auch das Wetter scheint ordentlich was dagegen zu haben. Und dann heißt es auch noch plötzlich, dass ihr Ex-Freund irgendwo in den Rocky Mountains unterwegs ist und spurlos verschwunden. Ob es den Rangern gelingt, den Mann zu finden, und ob Jenna und Matt am Ende wirklich zusammenkommen, das dürft ihr selber lesen. Die Spannung will ich euch jetzt hier nicht nehmen. Also mir hat das Buch richtig gut gefallen. Ein richtig schöner Weihnachtsroman von Christopher Ross. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich ein Riesenfan dieses Autors bin. Ich finde auch das Cover hier wunderschön gemacht. Also es war eine richtig tolle Story, eine richtig schöne Wintergeschichte und mit einem ganz, ganz tollen Setting. Und es war wieder so toll, so gut geschrieben. Man hatte wirklich das Gefühl, mit Jenna in der Blockhütte zu sein oder auf dem Schneemobil durch die Rocky Mountains zu brausen. Also was das angeht, da macht Christopher Ross ja keinem was vor. Es ist immer so toll geschrieben, wow. Volle 5 Sterne gibt's von mir für dieses Buch. Dann kommen wir jetzt hier noch das Päckchen aus dem Krippenkalender. Da glaube ich, kann ich an der Form schon erraten, was kommt. Ich tippe auf einen weiteren Strohballen und ja, ich hatte doch recht. Wieder ein Strohballen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, es wettert ganz schön hier bei uns. Der Wind pfeift ordentlich ums Haus rum momentan. Schauen, ob ich es hinkriege. Will den hier in die Ecke packen. Jawohl, so. Genau. Das also war Türchen Nummer 22. Zwei haben wir noch. Seid gespannt, was morgen kommt. Also bis morgen. Meier3007.